Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron, zu den drei Staaten und immer wieder der gleiche Scheiß. Jedes Mal natürlich, wie letztes Mal, der neue Hashtag, bei uns ist immer lustig. Ja, wir fangen einmal an. Und durch das Event haben wir natürlich viel mitgenommen. Also ich vor allem habe viel mitgenommen aus diesen Hearts of Iron Events. Und ich weiß jetzt schon mindestens fünf Teile, wo ich jetzt umstellen werde. Also freut euch erstmal auf Hashtag umstellen. Oder umpacken im Kopf. Denkt selber drüber nach. Der eine Charakter vorbei. Scheiße, wo war ich da jetzt? Interventions irgendwas. Charakant. Kriegsmann Schwarzwolder. Jawohl. Ich werde erstmal meine Grenze zu Deutschland erstmal mit Bunkern befestigen. Das haben wir ja im Event gelernt. Hilft doch ein wenig. Dort noch Männer irgendwo? Tuckert gerade herum und da ist noch einer. Macht denn ihr da? Macht denn der da? Ja, was machst du denn da? Jetzt kommen wir das mal weg. Na, ja. Oh. Ist keine Ahnung. Hier löschen. Ne, den muss man lassen. Wann machen? Oder irgendwas. Wieder kackt da. Der ist weg! Der ist weg! Los, mach weg! Oh! Wieso geht es nicht weg? Ja, Japan, verpiss dich, keiner mag dich. Paar Jahren. Oh, verfluchter Mist, dann bleibst jetzt halt. Drecks, irgendwas, Divisions-Scheiß. Huren, Arschloch, Wichse. Immer Mist. Weil ich da wieder nichts machen kann, ey. Oh. Ich habe hier zu viel Scheißdreck gebaut. Viel zu viel Scheißdreck. Ihr macht jetzt mal Patrouille. Ne, versuchen, zerstören, kommen hier. Hab ich. Solche fliegen noch. Jawohl. B, Japan. Japan hat das neue organisierte China als unser Feind. Super! Verpisst euch! Ich weiß jetzt schon, dass ich verreck. Ach komm. Bis. Ja, ist Axel mich dabei getreten. Verpiss dich. Cool. So. Das haben wir umgestellt. Dann kommt als nächstes. Kann ich mit dem nichts machen, das kotzt mich so an. Oh Mann, alles weg. Ganz Drecksdivision da auflösen, alles neu machen. Lassen wir mal. Ja, gib mir doch einen Sack, jetzt ist alles gegen mich. Thomas. Johannes. Stellst du auf Dinge auf Kriegswirtschaft? Also das. Habe ich das nicht sogar schon? Mal gucken. Was? Xen Ma? Wo ist Xen? Ach, da. Jetzt geht alles auf den Sack. Da muss ich gucken. Ich habe auch. Oh Gott, ich muss auch meine Mannesstärke ein bisschen erhöhen. Ah ja, könnte ich machen, genau, wenn ich 150 dann habe. So, ihr Wichser. Jetzt geht's ab. Welche Einheiten produziere ich eigentlich? Kann ich den jetzt eigentlich wieder rausdrehen? Ich habe keinen Bock mehr auf die. Bündnis verlassen. Scheißdreck. Was Japan hat, ja, interessiert doch keinen. Eben noch einen Sack. Halten. Welche Panzer fehlen euch? Oh, nerv mich nicht. Miku. Haben sich jetzt England da unten mal verpisst oder sind es meine? Warum sind da meine? Los, greif an. Pack Gesicht. Auch wenn wir wieder verlieren, war ja klar. Warum kann der da nichts machen? Das nervt mich voll. Warum kann er die. Oh Mann. Ja, lustig. Ey, genau, da hier hat er sogar das gute Spanien gewonnen. Echten Fehler gemacht, ey. Den bereue ich.
Weil wir verlieren die Schlacht. Oh. Auf. Ach so, ich auch was? Hallo? Muss ja noch was bauen. Mann, ja gar nicht durch die Gegend, super. Langweilig. Aber wenigstens kann mir Kanada schon mal nicht mehr auf den Sack gehen. Wenigstens funktioniert hier irgendwie alles besser. Naja. Ajo. Könnte bei mir gerade besser sein. Warte mal. Können die Flugzeuge? Alles klar. Kann ich die in die Region schicken? Bunkerbefestigung? Habe ich auch schon gemacht. Einer der wichtigsten Sachen, ja. Aber es hat ja gut funktioniert hier in China oder wie das heißt da. Ah, ihr seid in Bereitschaft, ihr könnt noch da lang. Nein, nicht Puerto Rico, kein Mensch mag Puerto. Komm, scheiß drauf, mach mal. Sag so. Nein, oh. Falsche Tasten. Ja, fließen. Fließen unter Fliesen, Fliesen oder was? Oh Mann, ich bereue es so sehr, was ich hier getan habe. Im Rückblick auf das Event oder was du gelernt hast. Ja. Was ich hier schon alles falsch gemacht habe. Erstens, dass ich ins Bündnis mit England bin. Das war schon mal schlecht. Zweitens allgemein, was ich hier für eine Scheiße gemacht habe. Weiß das jetzt schon, dass ich elendig verlieren werde. Hashtag Spoiler. Oh, und jetzt halt's Maul. Was hast du da für eine lustige Linie gezogen, Johannes, bei dir da? Ja? Deine lustige Linie, was ist das für eine Linie? Welche? Na, bei dir da, dann im Deutschen Reich, da die Linie da. Die Frontlinie ist das. Ah, eine Frontlinie, ganz normal, okay. Ja, ich habe schon mal designiert und jetzt baue ich noch die ganzen Bunkeranlagen auf, weil das hat ja anscheinend ja doch was gebracht. Was brauchen wir noch? Leichte Panzer, habe ich noch leichte Panzer? Ich habe noch leichte Panzer. Will aber keine bauen. Ich bin da so hinterher, Alter. Wir müssen welche bauen. Okay. 1, 2, 3, 4. Ja. Jetzt fehlen auch noch schon. Ach du Hurensohn. Mittlere Panzerdivision. Oh. So. Ja, die Mannestärke können wir erst wieder machen, wenn wir soweit sind. Muss ich da nicht erst auf Ding steigen dann? Warte mal. Ja, Leute. Das war wieder der Drecksisolationsscheiß da. Muss ich das wieder. Oh, der Dreckswirtschaft von USA, die geht mir so auf den Sack. Da verliere ich schon wieder elendig. Oh, ich hasse mich dafür. Schau mal, das ist schon mal jetzt der erste Joke. So, jetzt gehen wir mal da lang. Wenigstens so ein Dreckshafen. England schippert hier ihren Scheiß darum, ey. Ganz ehrlich, England, verpiss dich. Keiner mag dich. Ja, guck mal, wie der da rumsteht. Ganz ehrlich. Keiner will den. Warum habe ich das getan? Hätte das Event ein bisschen früher stattfinden können, aber nein. Aber so eine Scheiße hier. Ganz toll. Oh Mann, das ist doch echt zum Kotzen. Wollen wir mal ein bisschen hochstellen? Wir sind ja hier im 1900 irgendwas. Schleichen. Machen wir 3? Ja, mach mal 3 hier. Jawohl, jetzt geht es alles schon ein bisschen schneller. Ja, ich muss nur überlegen, weil ich meine Panzer macht, also meine Panzer umstellen will, aber. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ob ich die komplette Vorlage einer der ganzen Division, die ganzen Panzerdivisionen umdödel. Also, dass ich sie alle auf mittlere Panzer einstelle. Also, T-34 und so. Warum hast du Rohstoffabbau geforscht, du Trottel? So ein Trottel, also, ehrlich. Da, verbesserte Infanterieausrüstung. Das ist schon überfällig 10 Milliarden Jahre, Alter.
Wo ist jetzt meine Panzerdivision überhaupt? Wo bin ich hin? Wenigstens das Kräfteverhältnis bei mir wenigstens ein bisschen besser. Wir sind in Florida. Da ist aber nichts da. Jetzt haben wir Zeit. Dann die nächste Ding fertig. Was sind das alles? Warum habe ich so wenige Feindinformationen, Alter? Das ist richtig scheiße einfach nur. Wollt jetzt wieder rum. Leichte Panzer fehlen denen. Ja toll, jetzt rücken die Deutschen auch noch Venezuela ein, Alter. Was? Verpisst euch doch. Ja, Deutschland schickt jetzt Truppen nach Venezuela. Ja, aber es ist besser, weil es schon 1940 ist, ne? Was von scheißegal. Venezuela in den Arsch schicken. Jawohl, die ganzen. Was ist denn Heinzwurst? Ob fall da mal ein? Du fällst auch damit reinkommen. Wir haben ja was gelernt, es wird gekesselt. Ajo! Ah, ich geh gleich auf Venezuela's Hauptstadt, wo auch immer die ist. Ach da! Hehe. Warte mal, da schicke ich Schiffe in das Deutschland nicht. Die sollen doch eigentlich was machen, warum machen die denn nichts? Ich weiß nicht, dass die da nichts machen, die. Jetzt, Lama, soll doch das Gebiet auswählen, was sie machen sollen. Jawohl, endlich. Zivilwirtschaft. Alter, wie das bei mir am Rum hüpfen ist, was geht denn da ab? Am Rum hüpfen? Thomas, auf was soll ich gehen? Auf Teilmobil machen oder auf Kriegswirtschaft? Kriegswirtschaft. Und dann kurbel ich gleich auf Kriegswirtschaft. Da sollen mich die Deutschen mal einholen, Alter. Da hast du doch so viele Vorteile, da hast du doch nur Vorteile, oder? Ja, 20% Baugeschwindigkeit und minus die ganze Zeit, also Kosten für Umbau. Aber das ist mir so Pisse, Alter. Ich will aus dem Boden stampfen wie so ein Irrer. So, und jetzt krieg ich noch ein zusätzliches Forschungsteam. Das ist mir so Wumpe, Alter. Cool, ist die eine Division schon kaputt? Mal daher gehen. Ich muss im Auge behalten, dass ich die Strategie. Wo bin ich erst? Das dauert doch ewig, Alter. Die sollen nur herkommen, Alter. Das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht, was hier abgeht. 39. Jetzt gehen wir da gut ab. Ja, da machen wir sie nieder, Drecksdeutschen. Gott, ich hinke so hinterher, ey. Oh. Ajo. Forscht jetzt endlich mal diese Drecksdoktrin, Alter. Ich brauch die. Dringend. So, die Schlaftabletten hier, Alter. So, wie schaut's aus hier mit der Luftwaffe? Mann, weil jetzt sind die doch da beschäftigt. Dann könnte ich die doch jetzt von der Seite mit 6 Mann trollen, oder nicht? Oder Leute. Jawohl! So. Meine Bunkerbefestigungen sind da. War ich doch da. Zack. So, wenn der Deutsche geglaubt hat, dass es die einzigen Befestigungen sind, die ich ihm entgegenwerfe, hat er sich geschniert an.
Warte mal, dann machen wir doch das. Ah, der Affe, ey. Rein. Kein Zigeuner hier. Ha, Sieg gegen die Deutschen, jawohl. Da kommt kein Deutscher mehr rein. Wer will. So. Machen die jetzt was oder gammeln die bloß ab? Machten ihr jetzt? Ja, ihr fahrt zu dem Punkt hin und dann. Ja, ja. Ja, ja. Schon in Ordnung. Fuck. Okay. Okay, okay, okay. Operation Weserübung. Ah, doch, jetzt schon, ne? Mhm. Okay, okay, okay. Okay, juckt mich nicht. Ein Flugzeugträger liegt vor Anker. Vor Deutschland. Das ist mir sowas von Pisse, Alter. Wenn Deutschland nur einmal zuckt, puste ich ihn in die Steinzeit zurück. So, mal schauen, ob es jetzt funktioniert hier. Wird das jetzt machen? Wo habe ich überhaupt meine Schiefer? Wenn dann mal jetzt auf die venezuelische Hauptstadt, dann gibt's auf die Fresse. Na dann hau raus, Alter. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ja, okay. Der Fall von Kairo. Oh, schade. Sind die Engländer mal wieder zu doof? Und wer, die sind zu doof, ey. Sind sie auch. Siehst du doch, wenn sie bei Kairo verloren haben, Alter, das ist... Die Affen da. Ja. Was wohnt hier oben? Ah, nächster Flugzeugträger ist ja auch schon gebaut und sogar voll ausgestattet. Ajo. 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 So, den lassen wir jetzt auch nicht mal nach Dings schippern. Komm her, Putzimausi. Ist unten eigentlich. Was machen die Deutschen an meiner Grenze? Die ziehen ab. Oh. Die ziehen ab. Hey. Ja, England ist ein Ding gelandet. Holland. Ja, Bremerhaven ist eingenommen. Und, oh, England ist vielleicht jetzt vielleicht auch, wenn England jetzt nicht dumm ist, dann, ja, dann. Ding bricht aus, Niederlande bricht aus. Also wenn sie es da schaffen, dann habe ich eine viel kleinere Grenze zum Deutschen Reich, das passt doch. Alter, wie wir da gelandet sind, das sind über 10 Divisionen, die in Bremerhaven gelandet sind, ajo. Ja. Also wenn sich die Grenze verkleinert bei mir zum Deutschen Reich, dann bin ich sehr glücklich. Jetzt müsste nur noch Ding ausbrechen, hier, Ding da hier, ne? Ding? Belgien. Belgien bricht gerade aus, ne? Ein kleines Stück für Belgien ist ja schon. Was sind das für Panzer? Nämlich verarschen. Mittlere Panzer, okay. Also du, links musst du dich auf jeden Fall auf den Panzersturm vorbereiten. Wen meinst du jetzt mit du? Denk mal an mich. Ja. Bei Belgien sind Panzereinheiten aufmarschiert an deiner Grenze, sogar mittlere. Macht ihr jetzt mal was, Leute? Hallo? Sollt ihr das jetzt machen? Wieso machen die das nicht? Kriegswirtschaft! Die wollen mich doch jetzt echt verarschen. Oh, Alter, wieso geht denn das nicht? Was ist das jetzt? Oh, mein Gummi aus den Niederlanden kommt nicht mehr an. Dein Gummi? Ja. Kaufe ich bei dir ein. Warum bettelst du nicht bei mir? Ich glaube, ich müsste doch Gummi haben. Wollte ich gerade sagen, ich mach's einfach bei dir. Kaufe ich bei dir genug ein. So. Hat deine Wirtschaft auch was davon? Ah, Steuerung Maus, denken wir mal. So, du Zipfelschwinger. So, produziert jetzt. Hier Blut, Schweiß und Tränen sehen. Blut, Schweiß. Wieso machen die das denn nicht? Was ist denn los mit euch? Was fehlt denn euch? Hast du Ding, hast du Dings da hier, Ausrüstung? Warum können die sich nicht bewegen? Aber ich brauche auch Gummi aus Niederland, will sich jetzt verarschen. Jäger fehlt mir, den muss ich noch machen, also. Kann auch noch machen. Aber was ist jetzt da los? So können die das nicht? Sind die so doof dazu oder was? Haben die Ausrüstung? England hat natürlich
England hat natürlich wieder verkackt. Ja, die haben sie zerquetscht. Entweder mich zu doof zum Scheißen, ne? Oder ich weiß auch nicht. So. Arschicker, ey. Geht jawohl. Das nicht so. Ihr sollt da reinfallen. Warum geht das nicht? Warum könnt ihr da keine Landung vollziehen? So. Ihr sollt von da aus da rein. Und dann eingebrochenen Befehl zu bestätigen. Warum machen sie es dann nicht? Die wollen mich jetzt echt verarschen. Dauert vielleicht. Vorbereitung. Ja, lass mal sie mal. Ja, oder Boote. Vielleicht hast du die Boote nicht. Transport. Doch, Handelskonvoi, so hier. Ding wir doch gerade. Jawohl, zusätzliches Forschungsteam. Jäger, was können wir mal zurückschrauben? Das ist da oben. Oh. Auch erfüllt, das kann man auch mal ein bisschen zurückschrauben. Können wir da wieder zwei draufhauen? Verstehen die Handelskonvoi-Scheiße zählt auch dazu, oder braucht die Landungsboote? Gibt's ja gar nicht. Hab ich das überhaupt erforscht, dass es da liegt? B, ich hab's nicht erforscht, ey. Ach Gott, der Max ist scheiße! Hast du es nicht erforscht, oder was? Ja, doch, eigentlich schon. Grün ist es. Heißt ja, ich hab's. Versteh's nicht. Dieses ähnliche Büb, Büb. Gehen da jetzt ab. Und die Chinesen auf die Fresse oder was? Durch die Dreckschlitzaugen gehen wir auf den Sack. Ah, wartet. Jetzt gibt's aufs Maul. Intervenieren die gegen dich oder was? Ich hab keine Ahnung, ist mir auch gerade scheißegal. Das ist bloß, ich hau denen auf die Fresse. Oh, suchen und zerstören. Jetzt aus Ding zurück. Keine Sau braucht die Philippinen. Warte, dann müssen wir den anderen aber auch noch mitpacken. Bloß der eine. Das ist bloß der eine. Wenn du gehst mal da runter, Meister, dann mach ich mal. Dann würde ich mal abziehen. Wer braucht die Philippine? Braucht doch keiner. Oh. Los, Arschloch, lauf schneller. Faule Socke. So. Holz ist unten, so. Wo haben sie jetzt angegriffen? Hallo? Und jetzt angegriffen. Toll! Turm könnte jetzt plötzlich den Japanern. Wollt ihr mich verarschen? Das ist was meins? So. Japaner klaut mir alles. Blöde Wichser. Ja, Midway ist auch schon weg, ja, läuft. Und dafür würde ich aufpassen, ne? Ach, scheiß drauf, er braucht schon. Ehrlich, ey. Jetzt mal was, oder wann habt ihr mal vor, was zu machen? Meinst du jetzt uns? Nein, meine Leute. Ach so. Immer diese schwarze, was ist das? So. Echt assi. Wir gerade, Leute sind weitergekommen, haben wir geil. Los, da einfallen. Oh, jetzt greift er wieder an, der Sack. Wieder zieht sich zurück. Ja, dann übernehmt halt alles, ist mir jetzt auch egal. Hier, ich halt. Boah. Was wollt ihr denn? Über diese ständige. Geht einem doch auf den Sack. Ja, ist so schön, dass ich gewonnen habe, weil die Deutschen scheiße sind. Aber einfach sieht's aus. Vom Ablecken des Zeug, das ist der Wahnsinn. Kann mir aber mal einer erklären, wo meine Schiffe sind? Ich vermisse meine Schiffe, wo sind die? Hä? Ja, schön für dich, aber wo sind meine Schiffe? Johannes, siehst du irgendwo Schiffe von mir? Oh, das ist doch zum Kotzen. Elektronische Rechenmaschinen. Zero-Überblick. Nein. Ach so, vorbereitete meine Tage. Jetzt weg. Geil, noch 10 Tage, dann geht's los. Dann sind meine Boote weg. Oh, verpiss dich, Ungarn. Das ist echt merkwürdig.
Also schiffstechnisch kann ich ja gar nichts machen. Ja, da kriege ich, auf das sind bei Wake. Na gut, dann ziehe ich einfach mal alles ab, was mir da gehört, ne? Ja, warte mal. Beschütze mein Wasser, so. Suchen und zerstören alle. Also Großbritannien, Scheiß. Habe ich auf den Philippinen jetzt noch was? Ja. So, ihr fahrt jetzt mal schön hier hin und macht da Terror. Terror. Ja, mir jetzt auch scheißegal, mach hin. Dänemark ist weg. Wo ist dann Deutschland jetzt? Deutschland macht gar nichts bei Norwegen, hä? Na. Irgendwie haben sie da doch kein Interesse. Wird jetzt am Verlieren oder am Gewinnen? Ach, keine Ahnung. Obwohl, die sind da oben in der Nordsee, vielleicht wollen sie von dort aus irgendwie rüber oder da so. Ab. Ja, Narvik, wo. Narvik ist ja irgendwie. Ja, da läuft. Normalerweise, ja. Okay. Ja, die hauen alle in die Richtung ab. Und wie es im Ablecken ist, ey, ich kann hier nichts kontrollieren, so wirklich richtig. Das ist so am Rumzuckeln. Alles klar, Alter. Ja, die teleporten sich, das teleportet sich bei mir. Im nächsten Moment kann ich was, im anderen Moment wieder nicht. Ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Thomas, hast du auf die Zeit geachtet? Ich hab da keine. Oh, wir haben schon 26 Minuten. Super. Also 6 Minuten plus für euch in dieser XXL-Folge. Dieser XXL-Folge, machen wir kurz Leertaste bitte. Dankeschön. Ja, wir haben viel gelernt und versuchen jetzt auch dieses Neugelernte umzusetzen, soweit wir können. Und Scheiß. 27. Ganz ehrlich, ey. Und freuen uns und hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und so weiter. Freuen uns auf die nächste. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss.